Ja, hallo, hallo, ich liebe Leute, willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Locked Up, hier ist euer Lassack. Ich weiß nicht wieso, aber ihr habt ein Videokassette rumgelegt, die habe ich genommen und dann hat auf einmal der Schrank gesungen. Oh Gott, muss ich jetzt wieder was fotografieren? Also es ist wirklich nichts weiter eigentlich passiert. Auf den Schrank. Das Foto jetzt weg? Nein. Ist da irgendwas dran verändert? Nein. Muss ich jetzt den Schrank fotografieren? Oh Gott. So. Aber bitte, dass das jetzt nicht der einzige Fortschritt gewesen sei. Kann ich den hier rein tun? Die Kassette. Ja. Entsetzt. ETF? Ist das jetzt ein schlechter Scherz? Ich sehe in einem Video, wo ich mich filme. Ich kann die Kamera nicht. Die Taschenlampe. Nicht einsetzen. Das ist gemein, da liegt ein Hammer. Oh, zum Glück. Ich dachte, die Tür wäre offen, wäre dunkel und alles und so. Das sieht hier etwas älter aus. Wenn ich ins Dunkel gehe, dann wird es mich nicht reinlassen. Oh Gott, nee, ey. Das Badezimmer war doch, glaube ich, offen, ne? Hier ist wieder der Strick und alles. Fenster reingucken. Muss ich in dieses verkackte Badezimmer jetzt? Nee, ich komme noch nicht rein. Ich weiß noch nicht, warum hier wieder das Seil rumliegt und alles und hast du nicht gesehen? Muss ich wieder nach da? 2.26 Uhr. Warum liegen da jetzt überall Schachtel? Jetzt kann ich hier nicht vorbei. Oh, oh. Oh, jetzt ist die Tür offen. Kann ich rein oder knallt die gleich vor meiner Nase zu? Der steht dahinter. Das dunkle, fürchterliche Badezimmer? Nein. Sind da jetzt immer noch die Schachtel? Hellen. Ganz da wer? Will mich nicht bei sich haben? Da steht. Da steht doch wer. Ah, das Licht ist wieder an. ETF? Sieht etwas unheimlich aus. Die Hörner auf? Oder sind das ihre... sind die Hände? Ich hab keine Taschenlampe. Er hat jetzt selber dahin geguckt. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Ja? Oh Gott, verdammte Kacke. Ernsthaft?
Glaube ich stehe im Wald. Immerhin haben wir jetzt wieder eine Taschenlampe. So, da kann ich nicht hin, da war gerade wieder unsichtbare Wand, ne? Gucken. Ich kann zurück. Aber wie weit? So weit. Gut, danke. Jetzt bin ich wieder in den Wäldern von Mississippi. Sumpf. Da soll es ja viele Sumpflandschaften geben, soweit ich weiß. Vielleicht habe ich jetzt nur gesagt, weil... Bäume. Das ist ein Auto. Wie ist das Auto da hingekommen? Kann ich da hin? Ich kann nicht da hin. Die Bäume gehen auch irgendwie ins Auto rein. Ach, da ist dieses Kackhaus wieder. Warum kann ich nicht näher fahren? Also ranfahren. Und schon mal drehen. Dass wenn da irgendwas kommt und ich vergenusswurzeln will, dass ich einfach wegfahre. Wieder die Leichen. Das ist das Mädchen, glaube ich. Das hat mal da den Kopf so schief. Ja, ist es. Zalando, schrei vor Glück. Ach du Scheiße. Schon wieder HC, Hardcore. Kann ich da rein? Muss ich da rein? Will ich da rein? Ich kann, glaube ich, da lang gehen, wo die Feuer sind. Ja, sagte ich und laufe gegen den Strauch. Ja, aber hier könnte ich ja ein Stückchen weiter rein. Vielleicht muss ich wirklich einfach jetzt den Feuern hier folgen. Die sind doch nicht ohne Grund hier. Was? Kann ich dich knipsen? Nee. Taschenlampe? Bitte nicht. Oh, ich dachte hinter mir wär's. Ja, das ist das Bösartige an dem Spiel. Du denkst die ganze Zeit, irgendwas steht hinter dir. Da ist wieder die Gemeinde vom Ku Klux Klan. Weint er? Warte. Wird aufgeknüpft, die böse Frau, glaube ich? Ja. Was schreit denn da? Verwirrt. Okay, jetzt speichern. V. Was mit der Taschenlampe? Does not work. Nimm sie trotzdem mit. Super, anstelle der Taschenlampe haben wir jetzt noch eine kleinere Lichtquelle. Dann sit down, bitte. Jetzt nichts. Ich mach die Augen zu. Nimmst du doch trotzdem mit. Ich komme hier nicht weiter.
Kamera kann ich nicht benutzen. Meine Taschenlampe ist kaputt. Oder funktioniert einfach nicht. Was ist, wenn ich den Fernseher einschalte? Da liegt der Schlüssel. Was lässt sich denn damit jetzt ausschließen? Hier sehe ich nichts. Der Schrank. Nee, hier ist kein Schlüssel. Schlüsselloch. Okay, hier ging's. Oh, ich will keine weiteren Videos angucken. Glaub's mir. Bist du zu? Ja. Das, was ich hier gerade mache, ist seltsam, aber ich habe es im Prinzip verstanden. Ich trinke nochmal einen Schluck. Okay. Kann ich F? Nein. Kann ich C? Nein. Was liegt hier? Okay. F. Since complete internship at the company and I really need this job. Schön für dich. Das ist jetzt Feuerzeug. Wir können es mitnehmen. Wir können hier nicht zurück. Diese Schachteln versperren uns nicht. Was haben die ganze Zeit mit Satan und so? Und mit Tabletten. Ist die Pharmaindustrie der Teufel? Viele würden dazu jetzt sagen, ja. Ja. Nettes Gekritzel. War, sehe ich das richtig? Der Kopf von der Ziege zeigt nach da. Hier oben sind die Hörner. Dann müsste Devil aber falsch rumgeschrieben sein. Oder das hier ist falsch gezeichnet. Aber nur wenn ich das jetzt richtig sehe. Ach, egal. Ich bin unter Schock. Ich sehe wahrscheinlich gerade alles falsch. Das habe ich gelesen. Kann ich das hier drin sehen? Nein. Es ist schön, wenn die Tür einfach so aufgeht und ich nicht das tausendmal suchen muss, aber es ist auch nichts gut. Das. He was very impressionable. I think it's just an old house. I'll pack my things quickly and leave. Oh Gott. Ja, schnell verziehen würde ich mich jetzt am liebsten auch. Geht hier was? Nein. Fotografie. Irgendjemand, der ein Baby hält. Geht das jetzt? Ja. Und so wie wir das kennen, wartet daraus jetzt irgendwas Böses. Ist hier was? Nein. Sieht aus wie Stalin. Nein, Spaß. Ist jetzt wieder irgendwas Böses und so? Ich muss mich noch genauer hier umsehen. Was von dem Zeug da mitnehmen? Ich glaube eigentlich nicht. Warum hörst du auf? Warum ist das ein Kyrillisch? Das gelesen habe ich. Das Foto von Stalin ist weg, deswegen. Hier ist nichts, was ich machen kann, mit dem ich interagieren kann. Ich gehe nochmal hier raus.
und warte darauf, dass wieder jemand gruselig anfängt zu singen. Da stehe ich voll drauf. Naja. Ist das dann auch ein Kyrillisch? Ja. Bitte, bitte, bitte nicht böses. Offiziere. I just came from there. Ja, aber ist doch egal. Hier ist aber nichts Besonderes drauf, oder? So, ich sehe nichts. Wer sagt da, ich komme von da? Das habe ich alles gelesen. Kann ich jetzt hier durch? Nein. C? Nein. F? Nein. Also muss doch hier irgendwas drin sein. Ja, was soll ich mich hier auf den Stuhl setzen? Kann ich das überhaupt? Okay. Das hat doch vorher. Kann ich das mitnehmen und. Nein. On off. Das ganze Ding abklicken, es passiert nichts. Dahinter ist auch nichts. Oh Gott, macht nicht wieder so einen Kack. Andere Bilder aufhängen, geht das? Nee. Hier in den Bildschirm starren? Nee. Da war auch nichts dran drauf, oder ich kann irgendwas mit dem Ding machen. Ist das jetzt auf dem Kopf? Nein. Ich gehe nochmal raus. Also wenn ich hier rein starre, nichts. Hier sollten die Bilder dran, aber wo sind die? Von da komme ich. Kann ich irgendwas mit den anderen Sachen hier anstellen? Sagt, solche Situationen finde ich da mal doof. Das Spiel sagt dir überhaupt nicht, was du machen musst oder wo lang du musst. Was jetzt richtig oder falsch ist. Also das eine Bildchen hat sich bewegt. Hier komme ich nicht weiter. Da kann ich nicht rein. Muss ich die Zettel vielleicht mitnehmen? Passiert dann irgendwas? Ich kann nur sie reden. Nutze ich ja, wenn ich jetzt so? Ne. Die Tür aufmachen könnte, dann wusch, schwindibus. Kann ich irgendwelche Kerzen anzünden? Das heißt, halt entzünden. Du will nichts. Das Foto ist doch nicht umsonst da dran gepackt. Nochmal C. Nein. Stimmt, habe ich da hinten drauf geguckt bei dem Ding. Was sehe ich denn bitte schön hier? Nur die nervige Uhr. Ich komme hier hinter. Aber das war's dann auch schon. Kann ich die Dinger hier aufmachen? Nee. Kann ich irgendwo anders was aufmachen? Schiebetypisch. Und jetzt die nicht auf. Verzeihen! Bams! Was? Okay, das knarzt eben gerade mal neu. Das, manchmal will das Spiel auch einfach nur, dass man hin und her und hin und her und hin und her geht. Tür ist nicht offen, oder? Ich verstehe es halt null. Und hier kam ich. Das geht nicht. Das
Sagt, ich weiß es nicht, Leute. Das ist wieder so eine total dusselige Stelle. Aber ich würde sagen, wie sich der Lachsack weiter erschreckt, seht ihr in der nächsten Folge. Naja, ciao.